Also ganz kurz zu mir. Ich bin Wissenschaftler in der Arbeitsgruppe RNA-Biologie und posttranskriptionale Genregulation am Max-Hellbrück-Zentrum in Berlin, das Luisa Bengtsson ja schon vorgestellt hat. Unser Forschungsgebiet sind molekulare Prozesse bei Infektionen mit Herpes und Coronaviren festzustellen. Wie gesagt, wir haben ja diese RNA-Biologie im Namen und wir sind ein Institut für biomedizinische Systembiologie. Also das bedeutet, wir sind nicht unbedingt an ganz spezifischen einzelnen Prozessen interessiert, die bei einer Virusinfektion ablaufen, sondern mehr so ein bisschen das globale Bild, das sich hier tut. Deswegen verwenden wir in der Systembiologie auch diese High-Throughput-Methoden, die in den letzten Jahren sehr stark gekommen sind. Und davon wird auch sehr viel die Rede sein in der Präsentation heute. Das genaue Thema, eben das Coronavirus, das kennen wir alle, hält uns ja alles ein bisschen auf Trab. Ich hoffe, bald ist es dann vorbei, aber ich glaube, zumindest ein Jahr wird uns das sicher noch intensiv beschäftigen, auch wenn es jetzt mit den Impfungen gut aussieht. Worüber ich jetzt heute spreche, ist relativ spezifisch eben, was im Körper bei einer Infektion geschieht und warum das eigentlich so gefährlich sein kann, dieses neue Coronavirus. Warum ist es eigentlich notwendig, dass wir jetzt alle diese Maßnahmen, diese Kontaktbeschränkungen tatsächlich treffen? Was führt dazu, dass dann im Körper wirklich diese Infektion mit diesem Virus zu einer gefährlichen, lebensgefährlichen Krankheit führen kann? Aber natürlich, wenn Sie andere Fragen zu Coronaviren haben oder zu dem Coronavirus, ich jetzt hier nicht abdecke, können Sie die natürlich neu aufstellen. Vielleicht kann ich sie sogar beantworten. Gut. Gehen wir mal zur nächsten Folie. Ganz kurz, was ist das eigentlich, eine Virusinfektion? Da oben, Sie kriegen ja dann die Folien zugeschickt. Da oben ist ein Link, das ist ein sehr schönes Erklärstück, das der Tagesspiegel im April oder Mai mal gemacht hat. So ein interaktives Ding, wo man sich durchscrollen kann, wo man das sehr schön sieht, was eigentlich wo in der Zelle geschieht bei einer Virusinfektion. Ich habe hier nur so ein ganz einfaches Bild kopiert. Was ein Virus auszeichnet, ist, dass es eine Wirtszelle braucht, um sich zu vermehren. Also im Gegensatz zu Bakterien zum Beispiel, die können sich von alleine vermehren, die brauchen nur so ein Nährmedium. Ein Virus braucht eine Wirtszelle. Und beim neuen Coronavirus, diesem SARS-CoV-2, erkläre ich dann noch, warum das so heißt, ist eben, die Wirtszellen sind die Zellen unserer Körper. Also das Virus kommt rein in diese Zellen. Man sieht hier oben, sieht man dieses Virion. Das ist so dieser mit diesen schwarzen Fortsätzen. In der Mitte drin ist das Erbgut des Virus. Versuch mal diesen Cursor, genau, kann ich. Genau, hier. Hier ist dieses Virion, also das ist so quasi die Hülle des Viruspartikel und hier drin diese Striche, das sind das Erbgut des Virus. Das kommt dann rein, wird sogenannt internalisiert in die Zelle. Und dann innerhalb der Zelle drin benutzt das Virus die gesamte Maschinerie der Zelle, um sich zu vermehren. Also es kommt zum Beispiel zur Vermehrung des Viruserbgut. Das Viruserbgut, das ist im Falle des Coronavirus schon eine RNA, die wird translatiert durch Ribosomen. Ribosomen sind ja, das kennen, glaube ich, viele hier, sind die Bestandteile der Zelle, die diese Erbinformation aus der RNA in funktionelle Einheiten umwandeln, also Proteine. Und dann wird unter anderem eigentlich, und das ist das primäre Ziel, wird Virus wiederhergestellt. Aber natürlich geschehen innerhalb der infizierten Zelle noch ganz viele andere Dinge. Die Zelle reagiert auf die Infektion, indem sie versucht, das Immunsystem zu aktivieren. Aber das Virus hat auch Mechanismen, um zum Beispiel diese Aktivierung des Immunsystems zu unterdrücken. Also es ist nicht so, dass das Virus einfach reingeht, sich ein bisschen vermehrt und wieder rausgeht. Da geschieht innerhalb dieser Zelle geschehen ganz, ganz viele unterschiedliche Prozesse. Da kommt gleich die Frage, eben bleiben die Oberflächenproteine des Virus nicht an der Wirtszelle haften? Das ist nicht so, also das vielleicht zum Teil, aber zum größten Teil wird das gesamte Viruspartikel mit allem, was dazugehört, auch was dranhängt, internalisiert. Was mit reinkommt, ist der sogenannte Virusrezeptor. Das ist für SARS-CoV-2 das ACE2-Protein, das kommt dann mit dem Virus rein. Gut, gehen wir zur nächsten Folie hier. Ich mache hier so einen ganz kleinen quasi Ausblick noch. Vielleicht wollen Sie das mal lesen. Das ist in Zusammenarbeit mit dem Philosophie-Magazin entstanden. Hier rechts sehen Sie die Webseite des Philosophie-Magazins. Was eigentlich ein Virus ist, haben wir im März damals geschrieben und
Da gab es ja immer so dieses, man hört nichts, sehe ich, da redet leider jemand dazwischen. Also bei uns wird ein bisschen gesprochen, wurde, aber jetzt sind, glaube ich, die Leute weg. Ist jetzt besser? Warten wir kurz auf Feedback. Ja, sieht gut aus. Gut, da war noch kurz jemand bei mir eben dran. Wir haben hier eben ein Großraumbüro und Großraumlabor. Also so für die Pandemie ganz, ganz schlecht eigentlich. Gut, warum habe ich das hier geschrieben, dass wir das Virus als Prozess, insofern, dass wir ein Virus eher so als molekularbiologischen Prozess bezeichnen und verstehen sollen und nicht als irgendwie so eine Entität, irgendwie eine Einheit, ein Stück, gegen das man dann irgendwie Krieg führen kann, und dass man auch irgendwie aktiv bekämpfen muss, sondern ein Virus ist ein molekularbiologischer Prozess, der nicht nur an sich das, was wir vorher gesehen haben, das Viruspartikel an sich beinhaltet, doch das ge gesamte Drumherum, von dem ich jetzt heute sehr stark auch sprechen werde. Und ich komme ganz am Schluss darauf noch zurück, warum dieses Verständnis des Virus als Prozess auch ganz wichtig ist, um diese Infektion verstehen zu können und die daraus entstehende Krankheit. Zoe, meinst du, ich soll aus dem Raum gehen und wieder rein oder Martin Bitterberg? Gut. Das ist so ein anderes Ding. Es laufen zwei Vorträge gleichzeitig. Okay, lassen wir das mal. Ich glaube, Zoe Ingram und Martin Bitterberg können das unter sich klären. Gut, machen wir weiter. Nächste Folie. Das dauert immer ein bisschen, bis diese Folien wechseln. Gut, wir müssen unterscheiden, wenn wir von diesem neuen Coronavirus reden, zwischen der Krankheit und dem Virus selber. Das Virus heißt SARS-CoV-2, das steht für Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Also Severe Acute Respiratory Syndrome bedeutet, also es verursacht schwere Atemnot, schwere akute Atemnot. Coronavirus, das ist eine Familie von Viren, von denen es recht viele gibt. Das hier, was wir da unten links sehen, das ist das erste Bild eines Coronavirus. Damals hat man das noch nicht gekannt als Coronavirus. Das war die englische Virologin und Strukturbiologin Jane Almeida, die dieses Bild 1967 aufgenommen hat. Also sie war sehr wahrscheinlich die erste Person auf diesem Planeten, die einen Coronavirus in diesem Detail gesehen hat. Man hat dann erst einige Jahre später gemerkt, eben, das ist so eine Familie von Viren, da gibt es verschiedene davon und so weiter. Und das 2 kommt daher, dass wir 2002, 2003 ja schon so ein SARS-Virus hatten, das SARS-CoV-1, wie man es mittlerweile nennen kann, oder einfach SARS-CoV, das ein relativ ähnliches Krankheitsbild verursacht hat. Aber das im Gegensatz zu diesem SARS-CoV-2 jetzt nicht pandemisch geworden ist. Es gab Ausbrüche in insbesondere Hongkong und dann auch in Kanada, aber dabei ist es auch geblieben. Und wie wir jetzt ja wissen, ist SARS-CoV-2, das hat vor ungefähr einem Jahr begonnen, und betrifft ja jetzt mittlerweile den ganzen Planeten. Und die Krankheit, die durch die Infektion mit diesem Virus SARS-CoV-2 verursacht wird, heißt Covid-19, was für Coronavirus Disease 2019 steht. Dann gehen wir zur nächsten Folie. Der Inhalt heute ist nun, wie entsteht diese Krankheit Covid-19 und warum werden einige so schwer lebensbedrohlich krank? Weil ein, was schon sehr auffällig ist und interessant und eben nicht ganz verstanden, daran arbeiten wir auch, ist, dass ungefähr 4/5 Infektionen ohne Symptome verlaufen sogar oder mit milden Symptomen. Wobei man ein bisschen aufpassen muss. Also milde Symptome, das ist schon auch, wenn jemand Fieber und Kopfschmerzen hat für viele Tage, 7 Tage, 14 Tage, dann gilt das immer noch als mildes Symptom. Ein moderater Krankheitsverlauf ist dann erst, wenn die Menschen Atemnot haben. Das sind so 10 bis 15% der Fälle. Also das bedeutet, man kann schwerer atmen. Und das ist ja eben, ich habe ja vorher gesagt, dieses Virus heißt SARS, also Severe Acute Respiratory Syndrome. Das ist quasi schon der Beginn. Das bedeutet nicht immer, dass man ins Krankenhaus muss. Mit einer Atemnot, das kann man auch zu Hause bleiben. Man kann sich einfach kaum mehr bewegen, weil schon quasi das Aufstehen aus dem Bett quasi eine Schwerarbeit ist, weil man kaum mehr Luft kriegt.
Es kann aber dann sein, dass auch diese Fälle und natürlich vor allem die schweren und kritischen Fälle, das sind dann ungefähr 3 bis 5%, die müssen ins Krankenhaus und da werden dann verschiedene Stufen der Beatmung notwendig. Also der mildeste Fall der Beatmung ist, dass man einfach so ein bisschen einen Sauerstoffschlauch an die Nase kriegt. Und die schwerste Form ist dann, das sehen wir jetzt auf der nächsten Folie, ist diese ECMO, das ist eine Statistik, die kennen Sie, haben Sie vielleicht auch schon gesehen, von diesem Lagebericht aus Berlin, das ist die Webseite der Berliner Senatsverwaltung, und da gibt es so diese Grafik, da sieht man, wie viele Menschen zurzeit im Krankenhaus sind. Die hier oben, die grauen, das sind die allermeisten peripher stationär, das bedeutet, die liegen auf einer normalen Station, das sind natürlich jetzt alles so Covid-19-Stationen, die speziell auch geschützt werden, wo das Personal mit speziellem Schutz arbeitet. Die aber maximal, also eben vielleicht noch so einen Sauerstoffschlauch, einfach so einen kleinen Schlauch in die Nase haben, damit sie ein bisschen mehr Sauerstoff kriegen. Die haben schon auch Atemnot, können sich auch wenig bewegen, weil sie so wenig Luft kriegen, aber brauchen keine stärkere Form der intensiven Beatmung. Das ist dann auf der Intensivstation der Fall. Also mit Beatmung auf der Intensivstation bedeutet dann oft sogar, dass die Menschen im künstlichen Koma sind und es wird ein Schlauch in die Lunge geschoben, damit da der Rest der Lunge, der noch funktionsfähig ist, noch Luft kriegt. Und ECMO ist dann eben die stärkste Variante. Das steht für extrakorporeale Membranoxygenierung. Also was hier geschieht, ist, dass das Blut, dass die Lunge ist gar nicht mehr funktionsfähig. Das Blut wird aus dem Körper rausgepumpt und in einer Maschine mit Sauerstoff versetzt. Weil nur noch so ist es möglich, diese Patientinnen und Patienten am Leben zu erhalten und den Organen in ihrem Körper Sauerstoff zu geben. Weil die Lunge, und das ist jetzt eigentlich das Wesentliche an diesem Covid-19, ich glaube, das sehen wir auf dem nächsten Bild. Das hier sehen wir hier auf dem rechten Bild. Das ist ein Bild von, warum das so aussieht, wo überhaupt das Problem ist in diesem Covid-19. Wenn ihr rechts oben schauen, dieses Bild hier, das sind zwei Lungenflügel von vorne gesehen, linker und rechter Lungenflügel. Und dann sehen wir, hier sind ganz viele Stellen dunkel, das ist alles in Ordnung. Da ist die Lunge noch funktionsfähig und hier, wo es so weiß ist, bedeutet, hier haben wir Flüssigkeitsansammlungen in der Lunge drin und diese Teile der Lunge sind nicht mehr funktionsfähig, die können keinen Sauerstoff mehr ausnehmen. Hier ist noch ein Querschnitt, also quasi ein Querschnitt durch die Lunge. Was wir hier sehen, ist das Herz und auch hier sehen wir ganz viele von diesen hellen Stellen. Eben wie gesagt, die schwarzen Stellen sind frei von Flüssigkeit in den Lungenkanälen. Die können noch Sauerstoff ausnehmen, die weißen nicht mehr. Also dieses Milchglasige ist auch so ein ganz wesentliches Merkmal von Covid-19. Das hier ist noch ein vergleichsweise der milder Fall bei den schweren Fällen. Also das würde ich mal sagen, ich bin ja kein Kliniker, aber ich habe das schon so oft gesehen und mit den Leuten gesprochen. Hier würde man so eine leichte Atemnot merken. Also die Menschen, die das kriegen, haben vielleicht so 70% der Lungenfähigkeit. Sie können sich schon noch bewegen, aber die merken schon, die müssen gegen einen gewissen Widerstand anatmen und können sich dann zum Beispiel nur noch sehr langsam bewegen. Und eben in den schweren Fällen ist das dann quasi komplett weiß, also wirklich so eine ganz zugetrübte Lunge. Und dadurch ist es nicht mehr möglich, Sauerstoff auszunehmen auf normalem Wege. Und dann braucht es eben diese extrakorporale Membranoxygenierung. Und das jetzt hier auf der linken Seite, das ist jetzt der gesamte Krankheitsverlauf. Und was wir hier sehen, das kommt dann relativ spät. Beginnen tut es hier bei minus 5. Das ist der Tag in diesem Beispiel jetzt hier, an dem die Infektion stattfindet. Null, man zählt üblicherweise von Beginn der Symptome ab, weil das ist das, was man feststellen kann. Weil bei den allermeisten Fällen weiß man ja nicht, wo und wann genau sich die Menschen angesteckt haben. Also jetzt haben wir hier diesen Tag 0. Hier beginnen die Symptome. Das sind beim Coronavirus sind das die ersten Symptome, sind meistens Husten und Fieber. 2, 3 Tage später kommt dann oft noch Geschmacks- und Geruchsverlust dazu. Also wir haben hier so eine präsymptomatische Phase. Manche merken ja gar keine Symptome, aber wie gesagt, es gibt diese präsymptomatische Phase, dass das Virus schon im Körper drin ist, kommt über die Nase oder den Hals in den Körper rein, vermehrt sich da und wir sehen hier diese türkise Kurve, das ist die Menge Virus, die man im Körper hat. Also das Virus kommt rein, vermehrt sich, wie ich vorher gesagt habe, in diesen Zellen der oberen Atemwege, Nase und Hals insbesondere, gibt es immer mehr und mehr Virus. Und hier ungefähr
hat man Symptome. Und Symptome bei einer Atemwegserkrankung mit Viren, das ist nicht unbedingt, dass das Virus irgendwie jetzt die Körperzellen kaputt macht und man deswegen Schmerzen empfindet, sondern Symptome bei einer solchen Atemwegsviruserkrankung sind ist meistens die Reaktion des Immunsystems. Also das bedeutet, hier ungefähr hat das Immunsystem so wirklich gemerkt, okay, da ist Virus und das Immunsystem wird aktiviert, es bekämpft das Virus mit verschiedenen Wegen und das merkt man dann an diesen Symptomen. Und dann ungefähr so eine Woche nach Ansteckung ist die Virusmenge am höchsten und dann geht es auch schon wieder runter. Weil bei den allermeisten Menschen, die nicht irgendwie immundefizient sind, ist das Immunsystem in der Lage, innerhalb von einer Woche quasi es mit dem Virus aufzunehmen, beginnt Antikörper herzustellen, T-Zellen und NK-Zellen eliminieren die infizierten Zellen des eigenen Körpers und so weiter und das Virus, die Menge Virus geht wieder zurück. Das hier ist übrigens auch in dieser Phase hier von ungefähr hier bis ungefähr hier ist man auch ansteckend. Und das ist ja eben auch ein ganz wichtiger Punkt, dass Menschen, die überhaupt keine Symptome verspüren, also so in diesem Bereich sind, die sind auch schon ansteckend. Und deswegen tragen wir alle diesen Mund-Nasen-Schutz, weil wir ja nicht wissen können, sind wir wirklich gesund oder sind wir einfach nur in dieser präsymptomatischen Phase. Dann geht das Virus wieder zurück und eben bei milden oder teilweise auch moderaten Erkrankungen ist dann so ungefähr 2 Wochen nach Ansteckung ist dann alles vorbei. Es gibt natürlich, das kennen vielleicht einige von Ihnen, dieses Long-Covid, also länger Erkrankung, auf das gehe ich jetzt nicht ein. Ist auch noch ein bisschen unklar, bei wie oft das tatsächlich vorkommt. Aber dann ist sie nach ungefähr 2 Wochen. Sind die Symptome vorbei? Das Virus ist noch relativ lange nachweisbar, gerade mit diesem PCR-Test, der auch relativ empfindlich ist. Aber so ungefähr hier, also ich würde sagen, so 10 Tage, 10 bis 12 Tage nach Ansteckung sind die meisten nicht mehr selber ansteckend. Und hier sieht man aber eben, man sieht so bei milden Erkrankungen geht das so wieder ein bisschen runter. Moderat bedeutet, man hat da vielleicht noch so 2 Wochen lang Atemnot, bis dann ungefähr hier. Und dann ist das auch ungefähr. Und hier geschieht wie so eine Weiche gewissermaßen. Und hier kommt jetzt diese rote Kurve. Und das sind dann, wenn es da in Richtung der schweren oder kritischen Krankheitsverläufe geht. Und was man hier hat, dann ist das meistens ist die Atemnot so stark bei diesen schweren und kritischen Verläufen, dass ungefähr zu diesem Zeitpunkt hier, das bedeutet ungefähr 12 Tage nach Ansteckung, die Menschen ins Krankenhaus müssen. Es gibt dieses Acute Respiratory Distress Syndrome, also diese akute Atemwegskrankheit. Und wenn es dann immer schlimmer wird, dann müssen die Menschen dann hier, das ist dann schon 2 Wochen nach Ansteckung ungefähr, in die Intensivstation. Und eben dann, je nachdem, wie der Schweregrad ist, gibt es invasive Beatmung oder auch nur so einen Beatmungshelm, wo die Menschen noch ein bisschen Bewusstsein sind, ist aber extremst unangenehm. Oder dann in den ganz schweren Fällen eben diese extrakorporale Membran. Oxygenierung. Und das ist, wenn man sich jetzt das so anguckt, ist es meistens so, dass allermeisten von diesen Menschen, die diese schwere Krankheit haben, die haben das Virus gar nicht mehr in sich. Das Virus ist eigentlich weg, aber die Menschen sind schwerst krank. Und das ist ja jetzt die wichtige Frage, wie kann das sein, dass das Virus ja eigentlich weg ist, weil das Immunsystem hat es bekämpfen können, aber die Menschen müssen trotzdem auf der Intensivstation liegen und eben vielleicht sogar im künstlichen Koma beatmet werden. Und das ist eigentlich so die wesentliche Frage, die uns interessiert. Wie kommt es zu dieser Abzweigung? Wie kann es sein, dass die allermeisten Menschen dann wieder relativ bald mehrheitlich gesund werden und 3 bis 5% so diese Abzweigung zu diesem ganz schweren Verlauf nehmen? Gut, zur nächsten Folie bitte. Um das zusammenzufassen, nochmals hier, das ist dann vor allem für später, weil das habe ich jetzt eigentlich alles erzählt. Eben, es gibt diese Phase 1 der akuten Infektion, also das Virus infiziert die Zellen, die die Atemwege auskleiden, eben die Infektion beginnt in Nase und Hals. Diese Aerosole, das kennen wir jetzt alle mittlerweile, wandert langsam Richtung Lunge, kommt die Reaktion des Immunsystems, T- und NK-Zellen zerstören infizierte Zellen, es werden Antikörper produziert, die Infektion verschwindet. Das ist dasselbe, was bei Erkältung geschieht, die durch Rhinoviren, RSV-Viren, endemische Coronaviren oder auch Adenoviren erzeugt werden. Nächste Folie gerne. In der Phase 2 sind es dann eben diese Lungenschäden, also, und das ist jetzt die Haupthypothese, auf die ich mehrheitlich eingehe, aber wie gesagt,
ich sage das mehrmals, das ist nicht gesichert, Erkenntnis, einfach so ein bisschen die Mainstream-Meinung, ist, dass es hier zu einer zu starken und oder fehlgeleiteten Reaktion des Immunsystems auf die Virusinfektion kommt. Es kommt zu einer starken Entzündung im gesamten Körper. Es werden massenhaft so Botenstoffe des Immunsystems produziert. Vielleicht kennen Sie Zytokine oder den Begriff Zytokinstorm. Und das ist ja das eigentliche Problem, dass eben Immunzellen und ganz viel Flüssigkeit in die Lungen einwandern und diese Lungenbläschen verstopfen. Und dann gibt es auch Folgeschäden an anderen Organen. Das ist eine sehr heftige Diskussion, ob das daran liegt, dass das Virus auch andere Organe infiziert wird, zum Beispiel Herz oder Niere, oder dass diese massenhafte Produktion von Botenstoffen des Immunsystems dazu führt. Das ist nicht ganz neu, diese Hypothese, die wurde schon beim ersten SARS-Virus 2003 aufgestellt und dann immer so ist. Natürlich gab es nicht mehr so viele Coronaviren und Influenza zum Beispiel funktioniert dann auch ganz anders. Aber das ist so ein Übersichtsartikel vom Mai 2020, die das eigentlich recht gut beschrieben haben. Wer will, kann sich das ja noch im Detail zu Gemüte führen. Eben das Pathological Inflammation, also eine pathologische Entzündung in Patientinnen und Patienten mit Covid-19, eine Schlüsselrolle für Monozyten und Makrophagen. Und Monozyten und Makrophagen, das werde ich jetzt öfters nochmal sagen, das sind Zellen des Immunsystems, die dafür verantwortlich sind. So eindringlich aufzunehmen, zu bekämpfen. Gut, die Fragen, die wir haben, ist, was geschieht wo beim Übergang zu schweren Covid-19-Verläufen und wo ist der Anfang und was sind später wirksame negative Einflüsse? Also wo beginnt es eigentlich, wo wird quasi diese Weiche gestellt von den mehrheitlichen, eben milden bis vielleicht auch moderaten Verläufen zu den schweren bis kritischen Verläufen? Gut, nächste Folie gerne. Wie erforschen wir das? Untersuchen an Patientinnen und Patienten sind möglich, aber auch mit klaren Grenzen. Nur was keine Mehrbelastung ist. So als Beispiel, Blut abzunehmen von jemandem und einen Hals-Nasen-Abstrich, das ist eine sehr kleine Belastung. Das kann man auch bei eigentlich fast allen Menschen machen. Da wird keine Ethikkommission sagen, das dürfen Sie nicht. Aber etwas, was natürlich ganz interessant ist, ist zu gucken, was geschieht eigentlich in der Lunge. Hier ist uns ein Tippfehler hier, das meint bronchoalveoläre Lavage. Also hier ist eigentlich die richtige Bezeichnung, bronchoalveoläre Lavage. Damit können wir sehen, was geschieht eigentlich in der Lunge von einem Patientinnen oder einem Patienten. Das bedeutet, und das sieht man hier so ein bisschen auf diesem Bild hier, ist das, also dieser Arzt hier, der guckt hier rein und führt so einen Schlauch in die Lunge ein von diesem Patienten, der sehr wahrscheinlich in einem künstlichen Koma ist und beatmet wird. Und dann wird ein bisschen Salzwasser in einen Teil der Lunge reingespült und gleich wieder rausgesogen. Und dann kommen ganz viele so Zellen und Zeugs mit alles, was da drin ist in der Lunge und das kann man dann analysieren. Das ist aber eine sehr starke Belastung. Das kann man nur bei denjenigen machen, die sowieso schon einen Schlauch bis in die Lunge rein haben. Weil wenn jetzt jemand quasi einen eher moderaten Verlauf hat, nicht invasiv beatmet werden muss, also keinen Schlauch in der Lunge hat, kann man nicht einfach kommen und sagen, ja, guck, jetzt machen wir da noch einen Schlauch rein, weil wir wissen wollen, was da getan wird. Und was sowieso gar nicht geht, ist, dass man zum Beispiel ein Stück Lunge rausschneidet mit einer Biopsie. Das würde keine Ethikkommission in keinem Krankenhaus genehmigen. Also das bedeutet, wir haben schon Zugang zu was in einem Covid-19-Patient oder Patientin geschieht, aber eben auch mit ganz klaren Grenzen, nur wenn das keine Mehrbelastung bedeutet. Gut, nächste Folie gerne. Das bedeutet, weil wir ja nur zu einem bestimmten Grad gucken können, was in einem infizierten Menschen geschieht, bedeutet, wir verwenden sogenannte Krankheitsmodelle. Das sind Zelllinien, das ist was ganz Einfaches, was wir im Labor in großer Menge wachsen lassen können. Das sind aber oft so Krebszellen, die man einfach so im Labor hat und wachsen lässt. Ich gehe jetzt da nicht näher darauf ein. Also das hier ist sehr wenig komplex, nicht besonders lebensnah, aber sehr einfach zu handhaben. Und so wird es dann immer komplexer und komplizierter, aber auch immer schwieriger zu handhaben. Dazu gehören zum Beispiel primäre Zellen. Also was wir hier haben, das ist so ein Bild aus unserer Arbeit. Das sind Lungenzellen, die man aus gesunden Donoren gewinnen kann und die man dann im Labor wachsen lässt. Man hat komplexe Zellkulturmodelle. Also wir lassen so Zellen, das sind zum Beispiel diese gelben Punkte hier, das ist Flüssigkeit hier und das ist Luft. Und dann beginnen diese Zellen sowas zu machen, was ungefähr dem entspricht, was man in den Atemwegen hat. Wir haben Organoide. Ich glaube, es gab der letzte Vortrag hier für Labor trifft Lehrer.
war über Organoide. Das sind so quasi künstliche kleine Organe, die man im Labor züchtet. Hier ist so ein Beispiel für ein Lungenorganoid, das ist die Charité. Das Rote und das Grüne, das bedeutet, wir haben hier so verschiedene Zelltypen. Und wenn man das sich ein bisschen Fantasie hat, kann man sagen, das entspricht ungefähr so einem Lungenbläschen, wie wir es hier auf der rechten Seite sehen. Also das ist eine menschliche Lunge. Da kommt ja die Luftröhre rein, die Tracheen, und dann verzweigt sich das immer mehr, bis wir in diese Alveolen, also die Lungenbläschen, kommen. Und das hier entspricht ungefähr so einem Lungenbläschen. Diese grünen und rot markierten Zellen hier, das entspricht den dunkelroten und orangen Zellen, die wir hier haben. Das ist dann quasi schon das Nächste. Wir verwenden auch Gewebestücke, beispielsweise bei Lungenkrebsoperationen gibt es immer so ein bisschen, kommt immer noch etwas gesunde Lunge mit, weil er um den Tumor herum ausgeschnitten wird, und dann kriegen die in der Charité diese Lungenstücke und die können dann im Labor infiziert werden. Das ist dann natürlich schon recht komplex. Da ist alle diese verschiedenen Zelltypen, die so in der Lunge drin sind, also diese AT1 und AT2-Zellen, wie man sie nennt, die so diese Wand des Lungenbläschens machen, sind dabei diese Makrophagen, die hier drin rumschirren und gucken, kommt da vielleicht irgendein bisschen Schimmelpilz mit oder eine Bakterie wird da eingeatmet, dann entfernt der Makrophage das. Das sind Zellen der Blutgefäße und so weiter. Und dann natürlich kommen auch Tiere zum Zuge in der Covid-19-Forschung. Darüber werde ich auch erzählen. Also vor allem Hamster, das ist ein Roborowski-Zwerghamster, das ist einer der Hamsterarten, die in der Covid-19-Forschung gemacht werden. Und immer ist es wichtig, dass die Erkenntnisse, die wir hieraus gewinnen, dass wir dann die mit Proben aus Patientinnen und Patienten vergleichen. Gut, nächste Folie bitte. Was wir oft verwenden in Berlin, ist die sogenannte Einzelzellsequenzierung. Das bedeutet, dass nur ganz kurz hin, was im Körper geschieht, beginnt in einzelnen Zellen. Wir müssen also schauen, was die verschiedenen Zellen im Körper tun. Und Zellen haben viele Merkmale, und ein ganz wichtiges Merkmal ist, welche Gene sind an- und ausgeschaltet, also aktiviert und nicht aktiviert. Und dafür verwenden wir eben diese relativ neue, also ungefähr 5 Jahre alte Technik der Einzelzellsequenzierung. Nächste Folie bitte. Ja, so ein Bild, wie das, warum das überhaupt wichtig ist. Also quasi früher, so traditionellere Methoden sind relativ unempfindlich und brauchen viele Zellen, um Aktivität von Genen zu sehen. Also man hat hier ein Fruchtsmoothie, das heißt, man muss ganz viele Früchte zusammenmischen, um überhaupt irgendwas zu schmecken, was da drin ist, beziehungsweise zu sehen, ob ein Gen aktiv ist oder nicht. Und mit der Einzelzellsequenzierung können wir jede einzelne Frucht anschauen. Und das bedeutet natürlich, dass wir mit dem hier, wenn wir noch mal kurz, vielleicht können wir noch mal ganz kurz zurückgehen. Können wir die Folie, noch mal eine Folie vor. Genau hier haben wir das Bild von dieser Alveole, also von dieser Lungenalveole. Das bedeutet, wenn wir jetzt quasi hier ganz, ganz so ein kleines Stück Lunge zusammen analysieren, bedeutet, dass wir alle diese verschiedenen Zelltypen quasi so einen Durchschnitt bilden. Und das heißt, wir wissen nicht, was macht jetzt der Makrophage, was macht diese AT2-Zelle hier, was machen die Zellen der Lungengefäße, weil wir nur so ein Durchschnittsbild kriegen. Wenn wir jetzt aber diese Einzelzellsequenzierung machen, dann können wir jede einzelne Zelle zum Beispiel in seinem alveolären, also ein Lungenbläschen untersuchen. Gut, können wir, glaube ich, so 3 Folien nach vorne gehen, bitte. Genau, eben, das ist, ah, stimmt, hier wäre es ja gekommen. Ja, die eigene Präsentation nicht mehr kennt. Genau, eben, wie gesagt, wir in der Einzelzellsequenzierung als Beispiel, da kommt so ein Stück Lunge mit, und dann wird jede einzelne Zelle, also dieser Makrophage hier, der Bakterien oder was auch immer, oder auch Viren erkennt, wird einzeln analysiert. Diese Zelle, die hier die Wand dieses Lungenbläschen bildet und den Sauerstoffaustausch macht und so weiter. Gut, nächste Folie bitte. Was haben wir so gesehen in den Experimenten der letzten Monate? Etwas, was recht auffällig ist, das ist so ein Bild von der Einzelzellsequenzierung. Wir sehen hier sind ganz viele Punkte, graue Punkte und bunte Punkte. Wir haben die Zellen einerseits mit dem alten Coronavirus infiziert und mit dem neuen SARS-CoV-2. Und die sind jetzt alle quasi hier auf einem Zaufen. Und jeder Punkt in diesen Bildern ist eine Zelle. Und wenn es hier in diesem oberen linken Teil, je röter es wird, desto mehr Virus ist in diesen Zellen drin. Also hier oben sind die Zellen, die das alte Coronavirus haben, und hier sind die Zellen, die das neue Coronavirus haben. Und wir sehen, das sind die Zellen, die haben wenig, die sind so ein bisschen dunkelblau, und dann werden die recht stark infiziert, dann trennen sich quasi ab auf dieser Landkarte. Und die, die ganz viel Virus haben, die sind dann so rot hier.
Und was wir gesehen haben, ist, dass quasi das ist ein Merkmal davon, dass diese Zellen eine relativ starke Immunantwort sind. Die erkennen das Virus recht stark und beginnen dieses Gen IFID2 zu produzieren, zu aktivieren. Das ist ein Gen, das eine generelle antivirale Aktivität hat. Und viel stärker zum Beispiel als beim alten Coronavirus. Das ist so ein Merkmal von diesem neuen Coronavirus, dass es recht stark erkannt wird. Also es gibt eine recht starke Erkennung dieses Virus und das ist wichtig für die eingebaute Immunantwort. Aber es ist auch wichtig, dass nur ganz wenige Zellen beginnen, dieses IFNB1-Gen zu aktivieren. IFNB1 steht für Interferon Beta. Wir haben es hier im Titel. Und Interferon Beta ist ganz wichtig im Körper, weil Interferon Beta ist ein Signal für das Immunsystem. Hier geschieht eine Virusinfektion, kommt und macht das weg. Und um das ein bisschen in den Kontext zu stellen, warum das wichtig ist und warum das auch nicht ganz überraschend ist, aber doch eigentlich in diesem Ausmaß wichtig ist, dass Coronaviren haben viele Wege, um zelluläre Mechanismen, die zu einer antiviralen Immunantwort führen, zu unterdrücken. Und dazu gehört eben auch dieses Interferon Beta. Also das Virus, wenn das in die Zelle reingeht, das habe ich ganz zu Beginn ja kurz angedeutet, es ist nicht einfach nur so, dass es sich vermehrt, sondern es hindert die Zellen zum Beispiel daran, dieses Interferon Beta herzustellen. Und dadurch kommt eine antivirale Immunantwort nicht so schnell zustande. Das bedeutet, das Virus hat mehr Zeit, um sich im Körper zu vermehren. Gut, dann der nächste Folie bitte. Das sind jetzt Daten, die deutlich komplexer sind. Das sind so aus im Labor infizierten Lungenstücken, aus Lungenkrebsoperationen, auch eine Einzelzellsequenzierung wieder. Und was wir hier gesehen haben, ist, dass wenn man sich die Lunge anschaut, ist das Virus nicht in den Zellen der Atemwege, die sogenannten Epithelzellen, also was ich vorher gesagt habe, diese Zellen, die da so um die Lungenbläschen drumherum sind, sondern in diesen Immunzellen drin. Wie sehen wir sowas? Das ist mal das erste Bild. Also wir gucken uns all diese Zellen an, das besteht aus ganz vielen Punkten, sieht man teilweise so ein bisschen. Und die verschiedenen Farben, das sind die verschiedenen Zelltypen der Lunge. Also in der Zelle haben wir dann zum Beispiel diese AT2 und AT1-Zellen. Das sind die Zellen, die die Lungengefäße, also die Wand der Lungengefäße, gewissermaßen bilden. Dazu gehören auch Fibroblasten. Also Fibroblasten sind so Gewebezellen, Ciliated Cells und so weiter. Also ganz viele Dinge. Und dann hat es auch ganz viele Zellen des Immunsystems in der Lunge. T-Zellen, das sind diejenigen Zellen, die zum Beispiel infizierte Zellen eliminieren können. B-Zellen, das sind diejenigen, die Antikörper produzieren. Und daneben diese Makrophagen und Monozyten, die ich vorher schon erwähnt habe. Makrophagen und Monozyten sind relativ unspezifische Zellen der eingebauten Immunantwort. Die erkennen Fremdkörper. Das können in der Lunge zum Beispiel Schimmelpilzsporen sein, die wir einatmen, Bakterien oder dann natürlich auch Viren. Und die eigentliche Idee von diesen Makrophagen ist, dass sie diese Dinge eigentlich eliminieren, also verdauen gewissermaßen. Makrophagen, das sind ja quasi große Fresszellen. Aber dass sie auch das Immunsystem aktivieren. Aber so eine, und natürlich auch diese Fragmente von dem, was sie auch finden, auch präsentieren und anderen Zellen im Immunsystem sagen, hey, guck, hier ist irgendwie was los, macht was. Dann haben wir was gesehen, das relativ nicht, also so sehr gut reinpasst in andere Erkenntnisse, ist, dass diese AT2-Zellen, von denen man immer denkt, da geht das Virus rein in der Lunge, zerstört diese Zellen, weil es sich darin so stark vermehrt. Die haben ganz wenig von einem Gen, das heißt ACE2, ACE2. Und dieses Gen ist wesentlich, damit das Virus in die Zelle rein kann. Und wenn man sich das jetzt hier anguckt, sieht man da nur ganz wenig bunte Punkte und das bedeutet nur irgendwie 5% von diesen Zellen haben zufälligerweise dieses ACE2. Und in der Folge davon kann das SARS-CoV-2-Virus, das sind jetzt die roten Punkte, auch nur in ganz wenige von diesen Zellen rein. Vergleich ist das MERS-Coronavirus, das eine andere Eintrittspforte benutzt und deswegen ist es hier überall blau. Und das bedeutet, dass in der Lunge eigentlich diese Zellen, zu denen man denkt, in denen das Virus irgendwie reingeht, die infiziert, sich darin vermehrt, die werden kaum befallen. Im Gegensatz etwa zu MERS. Also wenn MERS in die Lunge geht, das ist dieses Middle East Respiratory Syndrome, Coronavirus, das so seit 2012 im Nahen Osten vor allem zirkuliert, aber zum Glück nur von Dromedaren auf Menschen und nicht von Menschen auf Menschen übertragen werden kann. Also das macht wirklich die Lunge direkt kaputt, aber SARS-CoV-2 macht das nicht. Wo wir aber ganz viel SARS-CoV-2-Virus finden, ist in diesen Makrophagen drin.
Also es bedeutet, diese Makrophagen sind ganz gut und darin, dieses Coronavirus aufzunehmen. In diesen Makrophagen, das zeige ich jetzt hier alles nicht, vermehrt sich das Virus aber nicht, sondern es tut das anders. Und das sehen wir jetzt auf den nächsten Folien. Kannst du mal weitergehen? Ja, das können wir jetzt überspringen. Das habe ich vorher schon erzählt. Genau. Das war also die Frage, so ein bisschen, kommen die Schäden in der Lunge bei Covid-19 gar nicht durch die Vermehrung des Virus in den Zellen der Bronchien und Alveolen zustande, wie es zum Beispiel bei Grippe oder bei diesem MERS-Virus ist, wenn wir mal zur nächsten Folie gehen, sondern eben sind es vielleicht eher diese Makrophagen und Monozyten. Um uns das genau anzugucken, haben wir, wie ich schon vorher gesagt habe, begonnen, ein Tiermodell zu verwenden, eben diese Hamster. Weil auch diese Lungenstücke, die ich vorher gezeigt habe, und Teil des Immunsystems zeigen und bei Messungen als Patienten und Patienten da verschiedene Einschränkungen drin sind, das habe ich vorher schon gesagt, eben man kann da nicht alles irgendwie rausholen, man kann nur aus der Lunge rausspülen, was sowieso da schon rumschwimmt, also Immunzellen, wir kriegen keine Zellen des Gewebes und so weiter. Das bedeutet, wir brauchen ein Tiermodell, um den gesamten Infektionsverlauf im gesamten Organismus nachverfolgen zu können. Und das ist im Falle des Coronavirus der Hamster. Die Frage, die hier ist, warum Hamster nicht Mäuse? Ich glaube, das kommt gleich auf der nächsten Folie. Können wir mal weitergehen? Nee, kommt nicht, aber ich kann es kurz beantworten. Das Hamster, das hier rechts, das hier rechts sehen, das ist so ein Goldhamster oder der syrische Hamster. Der lässt sich mit demselben Coronavirus infizieren, mit dem sich auch Menschen infizieren. Und bei Mäusen ist das nicht der Fall. Und der Grund ist sehr wahrscheinlich, dass dieses AC2, diese Eintrittspforte in Mäusen, leicht anders aussieht und das Virus deswegen nicht rein kann. Man behilft sich damit, indem man die Mäuse genetisch so verändern, dass man das menschliche AC2-Gen da reinmacht oder dass man das Virus so ein bisschen anpasst, dass es auch Mäuse befällt. Was ja auch, das haben Sie vielleicht gesehen, es gab ja diese Fälle, dass Nerze, also in Nerzfarmen in den Niederlanden und in Dänemark das Virus so grassiert ist. Und Nerze sind relativ nahe verwandt mit Goldhamstern und die wurden auch, die lassen sich auch, also die werden auch mit demselben Virus infiziert wie wir Menschen. Aber eben Mäuse und auch Ratten sind dagegen quasi immun. Also da, die werden nicht erkannt vom Virus. Wie sieht das so aus, wenn man sich eine Lunge von einem infizierten Hamster aussieht? Also hier ist das Virus in Rot. Bei jüngeren Tieren, also das bedeutet beim Hamster so 6 bis 12 Wochen, also 1,5 bis 3 Monate alt, sieht man hier rot ist das Virus, das verbreitet sich in der gesamten Lunge und nach 2 Tagen ist das komplett weg und die Lunge ist eigentlich auch wieder in Ordnung. In älteren Hamstern, also so 8 bis 12 Monate alt, ist das Virus hier auch, den hält sich ein bisschen länger und ist dann nach 2 Tagen auch weg. Bei denjenigen Hamstern, die das überleben, es ist ältere Hamster, sterben so ein bisschen schneller am SARS-CoV-2-Virus verglichen mit jungen Hamster. Das ist ja eine interessante Parallele zum Menschen. Und wenn man sich dann das hier anguckt, hier auf diesem Bild sieht man die Lungenschäden in Rot, also die Hamster, die jungen Hamster, die haben nach 2 Wochen wieder eine mehrheitlich weiße Lunge, also die haben keine bleibenden Schäden, während die älteren Hamster, die haben auch nach 2 Wochen noch deutliche Lungenschäden. Und Hamster kann man halt nicht sehen, ob sie Atemnot haben, das kann man einfach nicht irgendwie prüfen. Aber das ist ein ganz ähnlicher Verlauf wie beim Menschen, also dass ältere Hamster dann stärker Lungenschäden haben. Ich glaube, die Frage, ob Hunde ansteckbar sind, das ist der Fall. Es gibt Beispiele, also ich kenne jetzt nur konkret eine Studie aus Korea, wo zwei Haustierhunde, also Hunde als Haustiere beschrieben wurden, die sich angesteckt haben, aber die sind beide nur sehr wenig krank geworden. Also Hunde sind grundsätzlich sehr wahrscheinlich ansteckbar mit dem SARS-CoV-2, aber es scheint nicht so zu sein, dass sie schwer krank werden. Gut, gehen wir mal zur nächsten Folie. Ja, das mit den Mäusen, das habe ich ja vorher schon erklärt. Können wir gleich zur nächsten Folie gehen. Das ist jetzt eine aktuelle Arbeit von der Freien Universität Berlin und von der Charité und von uns. Hier gehe ich nochmal ein bisschen ins Detail, damit man wirklich so ein bisschen sieht, was machen wir eigentlich den ganzen Tag und auf welchem Detaillevel versuchen wir das zu untersuchen. Genau, Katzen lassen sich ja auch anstecken mit SARS-CoV-2. Also nicht die Katze am Husten, wenn es geht. Wenn man krank ist. Genau. Was haben wir gesehen? Das hier, dieses Bild zeigt für diese verschiedenen Gene, wie stark das Gen aktiviert wird, wenn der Makrophage das Virus aufnimmt.
Wenn dieser Punkt groß und rot ist, bedeutet dieses Gen zum Beispiel CCL3 oder CXCL10 oder CCL2, das sind Gene, die in diesen Makrophagen aktiviert werden. Ich spreche dann nachher noch über, ich mache dann nachher noch die Hundefragen. Ich schließe das mal ab, weil das, hier muss man so ein bisschen aufpassen. Also es bedeutet, das sind Gene, die aktiviert werden in Makrophagen, die das Virus aufnehmen. Und zwar bei 2 DPI. DPI steht für Days Post-Infection, also 2 Tage nachdem die Hamster infiziert wurden, nehmen die Makrophagen, das habe ich ja vorher schon bei diesen humanen Lungenstücken gezeigt, nehmen ganz viel Virus auf und beginnen ganz viele Gene zu aktivieren. Und das sind nicht irgendwelche Gene, sondern das sind alles Botenstoffe des Immunsystems, die zu einer Entzündungsantwort führen. Also was wir hier sehen, ist, dass wenn diese Makrophagen das Virus sehen und aufnehmen, dann beginnen sie in ganz großer Menge Zellen des Gene zu produzieren, die zu einer globalen Entzündungsreaktion führen. Und wenn wir das hier, das ist eigentlich eine ganz ähnlicher Vergleich, dieses CXCL10 angucken, schauen wir uns nur das hier oben an. Also hier sieht man, das sind die Makrophagen, die kein Virus drin haben, die machen relativ wenig. Und das sind die Makrophagen, die das Virus drin haben, die machen relativ viel von diesem CXCL2. Und das ist eines von diesen Botenstoffen des Immunsystems, die zu einer starken globalen Entzündung führen können. Und der Vergleich dazu, diese AT2-Zellen, also in denen das Virus repliziert, die machen relativ wenig von diesem CXCL10. Das bedeutet, was wir also haben, dass diese Makrophagen hier, die eigentlich dafür zuständig wären, so ein bisschen die Infektion im Griff zu haben, die nehmen das Virus auf und reagieren sehr, sehr stark darauf. Und diese starke Reaktion der Makrophagen führt zu einer starken Produktion von diesen Entzündungsbotenstoffen und einer starken quasi Entzündungsantwort, die den gesamten Körper betreffen kann und die dann vielleicht außer Rand und Band beträgt, die dann zum Beispiel dazu führt, dass dann Flüssigkeit in die Lunge kommt, dass Zellen des Immunsystems in die Lunge einwandern und diese Lungenbläschen verstopfen und eben Patient oder die Patientin muss dann beatmet werden. Und das hat aber nichts direkt damit zu tun, dass das Virus quasi Zellen der Lunge zerstört. Das noch hier, was hier rechts steht, aufzuführen. Bei den Goldhamstern ist es so, dass diese Entzündungsreaktion dann noch eingefangen wird. Sie führt zur Aktivierung von T-Zellen und dann zur Gesundung. Also es ist eigentlich ein moderater Verlauf. Wir nehmen schon an, dass das, was wir bei den Hamstern sehen, bei einem Menschen schon zu Atemnot führen würde. Zwerghamster sterben und die sind dann wohl eher vergleichbar mit einem schweren und kritischen Verlauf von Covid-19. Gut, also das ist eigentlich die Schlussfolgerung hier, also dass etwas, was in diesem Covid-19 geschieht, ist diese extrem starke Aktivierung der Makrophagen in der Lunge, die nichts direkt damit zu tun hat, dass sich das Virus da irgendwie vermehrt oder sowas, sondern einfach, dass diese Makrophagen in einer Art und Weise auf ein Virus reagiert, die quasi dem Schweregrad der Infektion nicht angemessen ist. Gut. Schulhund ein Problem. Also noch kurz über die Hunde, können wir noch die Hunde abschließen. Also es ist einfach so, ein Hund kann sich mit SARS-CoV-2 anstecken. Wie gesagt, es gibt diese ganz wenigen Fallstudien, wo gezeigt wurde, dass ein Hund, der als Haustier gehalten wurde, dass der angesteckt wurde von den Besitzern. Und der Hund ist aber nicht wirklich krank geworden. Und natürlich, wenn jetzt ein Hund im Schulzimmer ist und da hat jemand das Coronavirus, dann kann sich dieser Hund auch anstecken. Was man zum Beispiel nicht weiß, ob der Hund dann auch andere anstecken kann. Das wurde bei den Nerzen gezeigt. Also bei den Nerzen, auf diesen Nerzfarmen war es so, dass die Leute, die auf den Nerzfarmen gearbeitet haben, haben die Nerze angesteckt und die Nerze haben dann die Menschen wieder angesteckt. Ob das bei Hunden auch so ist, dazu weiß ich nicht, ob es dazu Fragestellungen gibt. Gut, Tabakstiller ACE2-Rezept noch nicht sinnvoll, das ist so. Da gibt es verschiedene Medikamente, die so in Entwicklung sind. Ich komme darauf noch ein bisschen zurück, weil alles, was auf den AC2-Rezeptor zielt darauf, die Vermehrung des Virus zu hemmen. Dann gab es die Frage, produzieren Sie Gene oder Proteinexprimierung? Die verstehe ich nicht. Vielleicht Sabine Ott, können Sie das vielleicht noch konkretisieren, was da genau gemeint ist?
Und dann gab es die Frage eben, ist das vergleichbar mit anderen Makrophagenaktivierungen bei anderen Viren? Nein, das ist tatsächlich, also wir vergleichen immer mit dem VERS-Virus, Influenza, dem alten SARS-Virus, und es sieht schon so aus, dass diese Aktivierung der Makrophagen bei SARS-CoV-2 besonders stark ist. Also dass das wirklich so eine Eigenschaft von diesem Virus ist. Gut, können wir mal zur nächsten Folie gehen? Was kommt nach dieser starken Entzündungsreaktion? Das ist eine Publikation von der Charité vom Juni. Es gibt quasi so verwirrte Immunzellen im Blut, also so, man spricht diese Neutrophilen, das ist so eine ganz bestimmte Klasse des Immunsystems, von denen gibt es dann zu vielen. Und so dysfunktionale Monozyten werden in großen Mengen hergestellt. Und die Annahme ist so ein bisschen, dass das eine Folge von dieser Entzündungsreaktion ist, die in der Lunge startet. Können wir mal zur nächsten Folie gehen? Genau, Sabine, ich habe es jetzt so verstanden, dass die Genaktivierung bedeutet, dass ihr Genprodukt hergestellt wird. Genau, das ist so gemeint. Ja. Dann gibt es natürlich noch zahlreiche weitere Fragen. Ich bin jetzt hier ja mehr so auf die Berliner Forscher eingegangen. Eine Frage ist zum Beispiel, gibt es genetische Veranlagungen, die schwere Verläufe begünstigen? Was sind diese wahrscheinlich sehr subtilen Unterschiede im Immunsystem, die zum Beispiel zwischen den Geschlechtern Einfluss haben oder zwischen alten und jungen Menschen? Also gibt es zum Beispiel Unterschiede in der Aktivierung der T-Zellen oder so? Auch das Interferonsystem, ich habe mal dieses Interferon Beta vorher erwähnt, das wird ganz stark erforscht. Also dieses Interferonsystem bedeutet, wenn das aktiviert wird, dann hilft das eigentlich dem Organismus, die Virusinfektion relativ schnell wieder loszuwerden. Und eine Überlegung ist, dass bei denjenigen Menschen, die so einen schweren Verlauf haben, dieses Interferonsystem schon an sich gestört ist. Und eine Überlegung, was man gesehen hat, ist, dass es Menschen gibt, die quasi Antikörper gegen ihre eigene Interferone haben und die werden dadurch wirkungslos. Das ist im Prinzip eine Form von Autoimmunkrankheit. Und wenn man natürlich sowas hat, dann ist das Immunsystem quasi, gibt es diese ganz starke Entzündungsantwort und dieses Interferon, diese Interferone, die das eigentlich so ein bisschen reduzieren müssen, die funktionieren nicht so wirklich. Also das ist auch so eine, sieht man vielleicht da und dort. Und was zentral ist, ist quasi diesen zeitlichen Verlauf verstehen und vergleichen zu können. Also vergleichen meine ich zwischen Menschen, aber auch zum Beispiel zwischen diesen Infektionsmodellen, die wir verwenden, oder natürlich auch den Tieren und den Menschen. Also was geschieht wann im Verlauf? Also das Virus kommt in die Nase rein. Was geschieht da? Wird das Immunsystem aktiviert? Ja oder nein? Wie wird es aktiviert? Wie kommt das Virus in die Lunge rein und wann geschieht das ungefähr? Und wie gesagt, bei Patienten und Patienten ist das sehr schwierig möglich, weil die erst überhaupt ins Krankenhaus kommen, vielleicht so eine Woche, weil ja erstmal die Symptome auftreten können, man Atemnot kriegen wird. Und dann ist die Infektion, also die Vermehrung des Virus, ist eigentlich schon ziemlich auf dem Rückzug. Gut, nächste Folie bitte. Das ist dann eigentlich die Zusammenfassung. Eben wie gesagt, ganz oft für das neue Coronavirus, wie die schon bekannten endemischen Coronaviren und die sogenannten Erkältungsviren, so oft harmlosen Infektionen der oberen Atemwege, die auch wieder vorbeigehen, eben immer so mit diesem K-Wert von diesen Langzeitwirkungen, die noch so ein bisschen unklar sind. Und der Übergang zu moderaten, schweren und vor allem kritischen Verläufen wird eventuell ausgelöst durch das eigene Immunsystem. Und das ist bezeichnend, dass die einzige wirksame Therapie, die bisher angewandt wird, ist das Corticosteroid Dexamethason. Das hat nichts mit der Vermehrung des Virus zu tun. Im Gegenteil, wir sehen im Labor, dass wenn wir das Virus gleichzeitig mit dem Dexamethason auf irgendwelche Zellen oder sowas geben, dann vermehrt sich das Virus sogar noch schneller. Und das bedeutet, und das meine ich so ein bisschen mit diesem Prozess, was ich ganz zu Beginn gesagt habe, es geht nicht unbedingt darum, dass wir jetzt versuchen, Medikamente zu machen, die das Virus an der Vermehrung hindern. Sondern es geht darum, da quasi den gesamten Prozess zu verstehen und dann irgendwie einzugreifen. Und eben, wie gesagt, gerade bei den schweren Verläufen von Covid-19 ist es zu einem gewissen Teil oder großen Teil, das kann man jetzt nicht so definitiv sagen, eben das eigene Immunsystem, das eigentlich die Krankheit verursacht und nicht das Virus. Und das war auch die Frage vorher mit diesen ACE2-Rezeptoren. Natürlich, eben wie gesagt, es gibt Entwicklungen in diese Richtungen, aber man muss das so ein bisschen so sehen, wenn wir uns kurz an das Bild ganz zu Beginn erinnern, die ersten 5 Tage oder 3 bis 5 Tage nach einer Infektion,
merkt man das Virus gar nicht. Dann beginnen die Symptome, dann haben wir so ein bisschen Husten, Schnupfen, Fieber und so weiter. Und dann dauert das vielleicht noch 2 bis 3 Tage, bis man weiß, man hat jetzt dieses SARS-CoV-2 in sich und dann würde ja eigentlich die Therapie einsetzen. Aber wie gesagt, dann ist das Virus ja eigentlich schon auf dem Rückzug und das ist der Grund auch, warum bei diesen akuten Virusinfektionen Medikamente, die direkt die Vermehrung des Virus hindern, oft gar nicht besonders wirksam sind. Also ein Beispiel jetzt hier aktuell, Covid-19 ist dieses Remdesivir, das haben Sie vielleicht mal gelesen, das ist ein antivirales Medikament, das aber leider sehr oft eigentlich nicht besonders wirkungsvoll war. Und der Grund ist halt schlicht das, dass die meisten Menschen das viel zu spät kriegen, damit es überhaupt noch wirksam ist. Interessanter Fall ist ja der US-Präsident Donald Trump, der hat das gekriegt und bei ihm war es eventuell so, dass er vielleicht, der wurde vielleicht täglich oder alle 2 Tage getestet, das hat man ganz früh gemerkt, bevor er überhaupt Symptome entwickelt hat, dass er das Virus hat und man konnte ihm deswegen das Remdesivir zu einem Zeitpunkt geben, wo es noch genützt hat. Aber weil die allermeisten Menschen ja nicht quasi täglich oder alle 2 Tage getestet werden, sieht man die Infektion eben, wie gesagt, erst viel, viel später, nachdem sie beginnt. Und eben, es geht darum in der Forschung, darum, diesen gesamten Prozess zu verstehen und nicht einfach nur zu schauen, was das Virus macht und insbesondere eben, wie vorher, die Zeitlichkeit. Genau. Präventiv-situativ. Genau, also präventive AC2-Blockade, das wird tatsächlich diskutiert. Dass man zum Beispiel, also das ist im Prinzip grundsätzlich eine ganz wichtige Idee bei allen akuten Virusinfektionen, insbesondere zum Beispiel auch Grippe, dass man sich überlegt, Menschen, vor allem die im Gesundheitswesen arbeiten, dass man eben so was Präventives geben kann, wie so eine AC2-Blockierer. Das Problem ist natürlich, dieses AC2 hat auch noch andere Funktionen im Körper und man kann das nicht einfach so blockieren. Also es hat eine Funktion in der Regulierung des Blutdrucks, interessanterweise. Und man kann das nicht einfach konstant blockieren. Aber das ist schon, was sehr stark erforscht wird, ob man quasi ob es präventive Medikamente gegen Virusinfektionen kann, die man während einer Pandemie zum Beispiel dem Personal im Krankenhaus geben kann. Dann gab es noch die Frage, sind Sie Menschen mit der Autoimmunkrankung generell gefährdeter? Ist noch ein bisschen früh, das zu sagen, weil das sehr schwierig auseinanderzuhalten sind, weil es ganz viele verschiedene gibt. Also Diabetes gilt als Risikofaktor mittlerweile und Diabetes ist ja auch eine Autoimmunerkrankung. Ob das aber generell gilt, kann man noch nicht genau sagen. Ich nehme an, die Frage ist wegen diesen Interferon-Autoantikörpern. Also ich bin jetzt nicht ganz auf dem Laufenden, aber haben noch nichts dazu gesehen, dass man generell sagen kann, Autoimmunkrankungen sind ein Problem. Eben wie gesagt, Diabetes, Interferon-Antikörper auf jeden Fall. Und das auch für andere gilt, wie zum Beispiel Morbus Crohn oder Multiple Sklerose, weiß ich nicht. Gut, also ich schließe die Präsentation mal ab hier. Ich habe ja eben mit diesem Sartre-Zitat, also es gibt noch viel zu tun. Und jetzt können wir natürlich noch. Aber haben wir noch viel Zeit für Fragen. Gut, danke fürs Zuhören und ich übergebe, glaube ich, wieder der Moderation. Ja, hallo. Also, wenn es noch Fragen gibt, dann jetzt gibt es die Möglichkeit. Sie können dann gerne in Ihr Mikro anschalten, um die Frage zu stellen, oder einfach weiter im Chat die Fragen reinstellen. Ja. Ich habe die Frage, was bedeutet genau die Sequenzierung der Gene? Genauso, was wir sequenzieren, ist die RNA. Also das Gen, das ist ja DNA, Desoxyribonukleinsäure, das Erbgut von allen Organismen auf diesem Planeten, außer eben von Viren. Die Frage ist, ob das ein Organismus ist. Die haben ja das Erbgut des Coronavirus besteht aus RNA. Und wir schauen, wie viel RNA ist vorhanden, die zu einem bestimmten Gen gehört. Und wenn man viel RNA sieht, die zu einem bestimmten Gen gehört, dann ist dieses Gen sehr aktiv oder sehr stark aktiviert.
Und wenn man wenig sieht oder nichts, dann ist Emanuel, das du Haus bist noch gar nicht so inaktiv. richtig Und drauf denen, ich eingegangen, habe aber vorher ich weiß, gezeigt, dass diese dir Gene, die auch zum diesen anderen proinflammatorischen, Verbesserungen, also Stresstests mit Hunden Entzündungsbotenstoffen gehören, die werden arbeitet. sehr aktiviert in Vielleicht diesem kannst du was Makrophagen. Das dazu erzählen. bedeutet, Es wir gab auch in sehen letzter viel Zeit viele RNA, von diesen die von diesen Hackathons Genen kommt, wie zum Beispiel oder dieses Meldungen aus CCM oder aller diese Welt, wo inzwischen gibt es CCL-Chemokine. irgendwie wohl Testverfahren, wo man mit nur kochendem mRNA, Wasser genau. irgendwie den Virus zu Hause irgendwie bei sich detektieren kann. Keine Ahnung. Es gibt ja, also wie weit kann man da wirklich kommen? Und was ist jetzt das Neueste, woran man arbeitet? Gut, also es kommen ja noch ein paar Fragen rein, aber dann sage ich mal kurz noch was zu den Tests und dann gehen wir wieder zu den Fragen zurück. Gut, also zu den Tests. Genau, also eben, ich habe kürzlich auf, irgendwie vorgestern auf Twitter den Witz gemacht. Es gab so eine Umfrage, wie zufrieden die Leute mit dem Krisenmanagement in den einzelnen Bundesländern sind und in Berlin war die Unzufriedenheit mit Abstand am größten. Obwohl ja, obwohl er zum Beispiel in Sachsen oder in Bayern oder so gibt es ja mehr Fälle pro Kopf der Bevölkerung, aber da sind die Leute zufriedener. Und der Grund ist eben, weil die Leute in Berlin so kochen vor Wut über den Berliner Senat, dass das Virus vor Hitze, durch die Hitze inaktiviert wird. Ja, natürlich ein Scherz. Genau, also Hitze, ja klar, aber ich meine, also das ist nicht irgendwie gangbar. Also natürlich kann man irgendwie sagen, also, wenn ich zum Beispiel ein Brot backe und Virus an den Händen gehabt hätte, dann ist das danach natürlich weg. Aber jetzt mal zu den Testmethoden. Es ist richtig, also der traditionelle Test ist ja dieser Abstrich, also dass man so ein Wattestäbchen in die Nase reinmacht, also ganz hinten rein. Man hat, glaube ich, da wirklich das Gefühl, man kriegt irgendwie das Gehirn rausgekratzt oder auch in den Hals ganz hinten rein, dann kriegt man so einen Würgereiz, das ist sehr unangenehm. Aber recht präzise. Möglichkeiten, das anders zu testen, sind zum Beispiel mit Gurgeln. Das ist etwas, was wir auch am MDC versuchen zu etablieren. Also man muss so ein Gurgeln mit Salzwasserlösung gleich nach dem Aufstehen. Das ist wichtig, weil dann, wenn man zum Beispiel nach dem Frühstück hat, man weniger Virus im Hals, weil natürlich das alles ein bisschen weggeschwemmt wurde vom Essen und Trinken. Und dann kann man aus dieser Gurgellösung gucken, ob da das Erbgut des Virus, also die Virus-RNA drin ist. Oder was auch gemacht wird, ist Speichel. Das ist noch ein bisschen unsicher, weil halt einfach die Menge Virus, die man im Speichel drin hat, das ist relativ wenig. Das wird sehr wahrscheinlich nur funktionieren, wenn man wirklich viel Virus drin hat. Ist also nicht so ganz gangbar. Was auch, habe ich irgendwie gestern gelesen, was interessant ist. Dass man versucht, einfach mit Geruchstests das zu machen. Also, dass man schaut, dass man gibt allen Leuten so diese Tests nach Hause und dann guckt jeder zweimal pro Woche, ob er noch genügend riecht, weil Verlust, das habe ich ganz am Anfang, glaube ich, gesagt, Verlust des Riech- und Geschmackssinns ist so ein bisschen ein Kennzeichen einer Coronavirus-Infektion. Also, das unterscheidet es auch ein bisschen zum Beispiel von anderen Erkältungen. Da kann es auch dazu kommen, aber nicht so oft. Wie bei einer Coronavirus-Infektion, wo das, glaube ich, ungefähr ein Drittel der Fälle haben. Das ist ein ganz einfacher Test, aber das ist natürlich unempfindlich. Und was jetzt diskutiert wird, ist da, dass man auch so verschiedene mehr oder weniger empfindliche Tests auch kombiniert. Also es gibt ganz billige Tests wie dieser Geruchtest, die wenig empfindlich sind. Gibt es sehr teure Tests wie die PCR-Tests, die sehr empfindlich sind und dass man versucht, das irgendwie zu kombinieren. Das Problem ist natürlich, dass alles in der Theorie und so, das ist alles, funktioniert das sehr gut und in den Simulierungen, aber das in die Praxis umzusetzen ist sehr, sehr schwierig. Also schon nur diese Gurgeltests zu etablieren in Deutschland, das ist quasi unmöglich, weil ja die Diagnostiklabore müssten das quasi umsetzen können. Die sind zurzeit viel zu beschäftigt, um da irgendwelche neuen Methoden zu entwickeln. Also, ich habe den Christian Drosten ja war im Sommer mal darauf angesprochen, ihm, was er so sagt, weil eben wir wollen das mit dem Gurgeln im Max-Helder-Zentrum machen. Hat er gesagt, ja, das ist dann ja was für die nächste Pandemie. Weil es halt einfach, es ist das eine, quasi im Labor mal sowas zu versuchen.
Und dann funktioniert es auch und es ist was ganz anderes, das in der breiten Bevölkerung anzuwenden. Gut, können wir mal die Fragen durchgehen. Sitzen die neuen Impfprotokolle von CureVac? Genau, CureVac ist diese Firma aus Tübingen. Das ist ein mRNA-Impfstoff, so wie der von BioNTech zusammen mit Pfizer und dann der von Moderna. Also Moderna ist eine Firma in den USA, Pfizer auch, BioNTech ist, glaube ich, in Mainz. Das ist ein mRNA-Impfstoff. Und da kam die Frage, inwiefern ist der mRNA-Impfstoff ähnlich zur RNA des Virus? Im Prinzip ist der mRNA-Impfstoff ist ein kleines Stück RNA, der genau dem entspricht, was ein Teil des Virus, also das Virus-RNA, warte, ich muss mal gucken, dass man sieht, so 30.000, mal kurz, so, 30.000 Buchstaben lang. Und der mRNA-Impfstoff ist einfach ein kleiner Teil davon. Und es ist der Teil, der die Erbinformation für das sogenannte Spike-Protein, also das Hüllprotein des Virus, enthält. Also das, was auf der Oberfläche des Virus ist. Und was dann bedeutet, wenn man diesen mRNA-Impfstoff hat im Körper, ist, dass die Zellen des Körpers beginnen dann dieses Oberflächenprotein herzustellen. Das hat nichts mit dem Virus zu tun, weil das kann sich nicht vermehren oder sowas. Aber das Immunsystem erkennt, ah, hier ist irgendwie was anderes, Fremdes, Neues drin. Und beginnt dann Antikörper dagegen herzustellen. Also insofern eben die Antwort auf die Frage, der mRNA-Impfstoff ist einfach schlicht und einfach ein Teil der RNA des Virus. Und das ist auch der Grund, warum das so schnell gemacht werden könnte, weil als nämlich die Leute von BioNTech oder Moderna, als die Sequenz des Virus bekannt wurde, das war ja nur wenige Wochen nach Beginn der Pandemie, also als die Chinesen dann das publiziert haben, wie die Sequenz aussieht, haben die das einfach genommen und dann, glaube ich, in einem Word-File zusammengesetzt mit ihrer Vorlage und dann haben sie begonnen, diesen Impfstoff herzustellen. Nur deswegen war es überhaupt möglich, innerhalb von 10 Monaten, was unglaublich ist, also nie da gewesen, einen Impfstoff quasi in die Breite zu bringen. Dann kam die Frage, kann man die Genexpression durch RNA-Interferenz verhindern? Ja, das ist möglich. Es gibt auch, und das ist so ein zweiter Teil von dieser Therapieforschung, die Moderna zum Beispiel auch macht, das war nicht so im Fokus, ist, dass man versucht, RNA-Interferenzmoleküle, das sind auch kleine RNA oder verwandte Moleküle, in den Körper zu bringen. Es gibt da ein Medikament, ich schreibe das mal hin, das heißt Spinraza. Das ist ein RNA-Interferenzmedikament, das bei spinaler Muskelatrophie verwendet wird. Das Problem ist immer, RNA in die Körperzellen reinzubringen. Man kann das reinspritzen in den Körper, aber die RNA muss dann ja noch in die Zellen reinkommen. Das ist recht schwierig und Moderna und BioNTech haben, also die Forschung gibt es schon seit 30 Jahren, die wurde alle öffentlich gefördert. Vor 10 Jahren haben dann die Firmen damit begonnen, diese quasi so Mittel und Wege zu finden, um die RNA so zu behüllen, dass sie in die Zellen reinkommt. Es ist natürlich so, dass das immer noch viel, viel schwieriger ist, als irgendwelche Medikamente zu verwenden. Ich habe dieses Corticosteroid Dexamethason erwähnt. Das ist in Anwendung seit 60 Jahren. Das ist ein kleines Molekül, das gibt man den Menschen meistens durch eine Infusion und dann ist es im Körper drin und dann wirkt es. So ein RNA-Interferenzmolekül in den Körper und dann vor allem in die Körperzellen reinzubringen, ist viel, viel aufwendiger und deswegen wird es auch noch ein bisschen dauern, bis das wirklich marktreif ist. Aber so in 10, 20 Jahren kann man sich das nochmal anschauen. Dann kam die Frage eben, Impfung gegen Corona. Also es ist so, ich habe mir jetzt diese Protokolle, das ist jetzt alles publiziert worden von Pfizer und BioNTech. Diese Impfung mit den mRNA-Impfstoffen ist nicht ohne Nebenwirkungen, dessen muss man sich bewusst sein. Es gab, glaube ich, bei ungefähr 15% Menschen Fieber über 38 Grad und bei ungefähr 7 bis 8% über 39 Grad. Das bedeutet, man kann von dieser Impfung schon auch einige Tage krank werden. Das liegt daran, dass diese Impfung eine so starke Immunreaktion erzeugt. Das ist gut, aber hat eben den Nachteil, dass man eben vielleicht mal 3, 4 Tage ausgenockt ist. Man muss sich einfach dessen bewusst sein. Grundsätzlich finde ich Impfungen sehr gut, weil ich glaube, wir müssen uns einfach bewusst sein, dass ohne Impfung haben wir nichts gegen die meisten Viren. Das betrifft Masern, das betrifft Influenza und das betrifft auch das neue Coronavirus. Wenn wir keine Impfung haben, dann wird es halt einfach so weitergehen wie jetzt mit diesen Teil-Lockdowns und so. Und das ist halt auch unangenehm. Und deswegen, also ich finde, man muss das auch ganz klar sagen, das ist eine Impfung, die Nebenwirkungen haben wird,
Nicht so, dass nicht unbedingt Langzeitschäden, danach sieht es eher nicht aus. Aber ich würde sagen, 20 bis, also so ein Fünftel bis ein Viertel der Geimpften wird so, sagen wir mal, 2 bis 3 Tage irgendwie nicht arbeitsfähig sein. Sagen wir es mal so. Muss ich mir einfach dessen bewusst sein, aber ich glaube, die Alternative, also so wie wir jetzt leben, ist dann halt auch nicht gut. Also ist nicht besser, schlechter. Genau, aussagekräftig sind Antigentests bei asymptomatischen Patientinnen und Patienten. Ja, also die Antigentests, die sind nicht so sensitiv wie die PCR-Tests. Es ist so eine Diskussion, ob asymptomatische Patienten weniger oder mehr Virus haben als solche mit Symptomen. Wie gesagt, es ist ja immer dann noch, ist jemand asymptomatisch oder präsymptomatisch. Die publizierten Zahlen sind da recht unterschiedlich. Deswegen kann man, glaube ich, grundsätzlich sagen, die Antigentests sind nicht so aussagekräftig wie ein PCR-Test. Sie haben eine höhere Fehlerrate, weil sie einfach kleine Virusmengen nicht nachweisen können. Aber eben, es ist immer noch viel besser als nichts. Und der Vorteil des Antigentests ist ja, dass es so schnell geht. Also quasi, also ein, was, wo er ja oft diskutiert wird, ist zum Beispiel bei Altersheim, dass man sagt, alle Personen, die irgendwie ihre Eltern oder Verwandten im Altersheim besuchen möchten, die sollen diesen Antigentest machen. Jetzt haben wir quasi drei Möglichkeiten. Lassen alle rein, machen keinen Test. Und dann kommt es zu Eintagungen ins Altersheim. Und wie gesagt, ältere Menschen sind besonders gefährdet. Und gerade in Altersheim verbreitet sich das Virus auch schnell. Und das ist sehr gefährlich. Dann haben wir die zweite Möglichkeit. Wir machen einfach keine Besuche. Und das ist für viele alte Menschen, glaube ich, fast noch schrecklicher als quasi am Coronavirus zu sterben. Und die dritte Möglichkeit, wir machen die Antigentests und erwischen vielleicht, sagen wir mal, 90% derjenigen, die infiziert werden und die gehen dann wieder nach Hause und kommen 2 Wochen später wieder. Also insofern müssen wir uns bewusst sein, diese Antigentests sind zwar unabhängig oder asymptomatisch oder nicht, die sind nicht bei weitem nicht perfekt, aber sie sind immer noch besser als die Alternativen. Genau, Erkrankung des Immunsystems, Autoimmunerkrankungen, würde ich sagen, das betrifft nicht unbedingt also es ist kein Ausschlusskriterium für eine Impfung, aber Immunschwäche schon. Autoimmunerkrankung bedeutet ja, dass ganz bestimmte Bestandteile des eigenen Körpers von Antikörpern desselben Körpers angegriffen werden. Bei Diabetes sind es zum Beispiel diese Inselzellen in der Bauchspeicheldrüse, bei Multipler Sklerose die Zellen, die die Nerven umhüllen und so. Aber das ist schon relativ gerichtet. Aber bei allgemeinen Immunschwächeproblemen, wie zum Beispiel, also ja, klar, HIV ist eines von, aber es gibt auch noch viele andere, ist das sehr wahrscheinlich eher nicht möglich. Also das ist ja jetzt schon so, dass es gibt immer einige Prozent der Menschen, die eigentlich gar nicht geimpft werden können und die sind dann auch darauf angewiesen, dass sich alle impfen lassen können. Können Sie nochmal erklären, was mit Interferon Beta nachgewiesen wird? Genau, also Interferon Beta ist so ein Botenstoff des Immunsystems, quasi ganz traditionell, also so ja, so ein bisschen schematisch ist es so, dass das Virus geht in die Zelle rein, die Zelle merkt, ah, da ist jetzt Virus drin, beginnt Interferon Beta herzustellen und Interferon Beta lockt dann zum Beispiel T-Zellen an, und die T-Zellen entfernen dann die infizierten Viren. Das ist so eine ganz normale Immunantwort. Das ist sehr wahrscheinlich das, was bei einer normalen Erkältung geschieht und dann ist das nach einigen Tagen ist das auch wieder weg. Das ist so der normale Verlauf. Und jetzt haben natürlich ganz viele Viren und insbesondere Coronaviren haben so Mechanismen entwickelt, um die Zellen daran zu hindern, Interferon Beta herzustellen. Und deswegen haben sie so 2, 3 Tage mehr Zeit, sich zu vermehren und dann natürlich auf den nächsten Menschen übertragen zu werden. Und was wir da gesehen haben, ist, dass gerade eben bei diesem SARS-CoV-2 ist es so, dass ganz, ganz wenige Zellen dazu fähig sind, dieses Interferon Beta herzustellen, weil eben dieses SARS-CoV-2 so stark ist darin, diese Immunantwort so quasi zu unterdrücken. Und jetzt können Sie vielleicht fragen, ja, ist das nicht ein Widerspruch? Er hat doch jetzt gleich gesagt, dass die Makrophagen so stark reagieren. Und es ist ganz wichtig, dass eben sehen, dass verschiedene Zelltypen verschieden auf die Infektion reagieren. Also diese Zellen der Atemwege, die reagieren quasi zu wenig und die Makrophagen, die Zellen des Immunsystems, reagieren zu stark.
Also es bedeutet, die ganze gesamte Antwort des gesamten quasi Systems ist so ein bisschen aus der Balance. Und deswegen ist es zum Beispiel auch wichtig, dass wir wirklich jede einzelne Zelle uns angucken mit dieser Einzelzellsequenzierung. Was genau wird bei den Schnelltests nachgewiesen? Das sind die Proteine des Virus. Also es bedeutet, ich muss ganz kurz was aufschreiben. Das Erbgut des Virus besteht aus RNA und dieses RNA wird in Proteine translatiert, die zum Beispiel dann die Hülle des Virus ausmachen. Und der Schnelltest detektiert die Proteine des Virus. Und der PCR-Test detektiert, also weist die RNA, also das Erbgut des Virus nach. Und das hat auch etwas damit zu tun, warum dieser Schnelltest nicht so empfindlich ist, weil der Nachweis von Erbgut, von RNA, das ist eine Nukleinsäure, geschieht über diese PCR, also diese Polymerase Chain Reaction, also die Polymerase Kettenreaktion, wo aus irgendwie drei Molekülen werden irgendwie 5000 Molekülen gemacht. Das heißt, dass das Protein, nicht das Protein, das biologische Molekül, das nachgewiesen wird, wird vervielfacht und erst dann gezählt, gewissermaßen. Und Antigene sind Proteine, die werden nicht vervielfacht. Das heißt, die werden direkt nachgewiesen und deswegen ist dieser Test nicht so empfindlich. Also eben, um das ganz kurz zu machen, der Schnelltest schaut nach den Proteinen des Virus und der PCR-Test schaut nach dem Erbgut, also nach der RNA des Virus und deswegen ist der PCR-Test empfindlicher, weil da diese Amplifizierung durch die PCR drin ist. Diese Entzündungsaktivierung den Makrophagen, das ist eine sehr gute und interessante Frage, mit der wir uns auch beschäftigen. Was eine Vermutung ist, ist, dass RNA ist natürlich besteht aus diesen Buchstaben A, C, G und U. Also DNA hat ja Thymidin T und RNA hat Uridin U. Das sind quasi die Buchstaben. Die sind aber nicht einfach nur so da, sondern die haben immer so kleine Modifizierungen. Also quasi wie bei Buchstaben gibt es ja diese Akzente oder Umlautpunkte oder was auch immer. Und bei RNA gibt es auch so chemische Modifizierungen der RNA-Buchstaben. Also quasi hier noch so ein kleines Häkchen dran oder ein Akzent drauf. Und was bei RNA ganz oft ist, ist, dass sie sogenannt methyliert ist. Also dass noch so ganz kleine CH3, also ein Kohlenstoffatom und drei Wasserstoffatome da angehängt sind an die Buchstaben der RNA. Und eine Vermutung ist, dass diese Methylierungsmuster in SARS-CoV-2 so sind, dass die Reaktion der Makrophagen besonders stark ist. Das ist aber überhaupt nicht nachgewiesen. Das ist so, so eine Vermutung aufgrund anderer Erkenntnisse. Gut, dann kann man erklären, wie der Zusammenhang des Coronavirus besonders mit dem Geschmacksverlust funktioniert. Also ein Ding ist so, wenn man natürlich ganz viel Schleim in der Nase hat, dann riecht man auch nichts. Aber was schon auch gezeigt wurde, ist, dass das Virus vermehrt sich in der Nase und das sind auch diese Riechzellen. Und gleich in den Riechzellen kommen da ja dann die Nervenzellen, dieser Riechkolben gewissermaßen. Und dann kommt dann gleich dann auch das Gehirn. Und es wurde auch schon gesehen, dass in diesem Riechkolben, also die Nervenzellen, die nach den Riechzellen kommen, dass da auch schon Virus drin sein kann. Und deswegen ist schon auch die Vermutung, dass die Riechzellen an sich infiziert werden, vielleicht auch deswegen zerstört werden, vielleicht auch vom eigenen Immunsystem abgeräumt werden und dann vielleicht sogar auch die Nervenzellen hinter den Riechzellen. Und das ist so ein bisschen die Überlegung. Was genau ist der Vorgang bei RNA-Interferenz? Also man hat eben so ein RNA-Stück, ist das so ein bisschen länger, das hat so eine bestimmte Buchstabenfolge. Und bei der RNA-Interferenz kommt ein kleines, meist auch RNA-Stück, das quasi komplementär ist. Also wenn man so eine RNA-Sequenz hat, die ist zum Beispiel A, C, C, G, dann kommt ein komplementäres Stück und das ist dann C, G, G, was habe ich gesagt? A, C, C, G und komplementär ist dann C, G, G, T. Das bedeutet, RNA ist meistens ein sogenannter Einzelstrang, also einfach so eine Buchstabenfolge. Und dann haben wir so das lange Ding und dann kommt das kurze Ding so oben drauf. Und dann wird dann erkannt, oh, das ist ein doppelsträngiges RNA-Molekül und das ist körperfremd.
Das wird dann quasi erkannt, dass da ist irgendwas falsch und das wird dann abgebaut. Und zwar nicht nur das kleine Stück, sondern auch das große Stück. Und eben die Überlegung, was zum Beispiel bei diesem, was vorher gefragt wurde, kann man die Genexpression durch RNA-Interferenz verhindern? Die Idee ist dann, dass zum Beispiel dieses kleine RNA-Stück, diese Interferenz-RNA-Stück an das große RNA-Stück, zum Beispiel die RNA des Virus oder auch die RNA eines bestimmten Gens, das man weghaben möchte, daran bindet und dann wird die große RNA von der Zelle selber abgebaut. Welche Zellen nehmen den Impfstoff hauptsächlich auf? Diese Zellen präsentieren dann die Virale, werden vom Immunsystem, wie verhindert man, dass zu viele Zellen vernichtet werden? Also das Ziel ist schon, und ich glaube, diese Impfstoffe sind auch so formuliert, ist, dass vor allem antigenpräsentierende Zellen diese RNA aufnehmen. Das sind diese sogenannten dendritischen Zellen. Also das heißt, das sind diejenigen Zellen, die dafür da sind, quasi Epitope gezielt zu präsentieren an T-Zellen und B-Zellen. Das geschieht dann meist in den Lymphknoten. Also was dann, ich glaube, diese Impfstoffe sind so gemacht, dass sind vor allem dendritische Zellen, die mRNA aufnehmen, dann diese viralen Epitope herstellen und dann in den Lymphknoten den B- und Letzte C-Zellen Chance. Wir haben noch präsentieren. 7 Minuten. Und dann die B- und C-Zellen, die das erkennen, die werden dann spezifisch aktiviert und beginnen sich dann zu vermehren und die B-Zellen machen Antikörper und die T-Zellen werden dann zu sogenannten Gedächtnis-T-Zellen Okay. und Hier steht, schützen dann mehrere vor Teilnehmer geben ein. einer Infektion. Emanuel, super. Emanuel hat auch einen Blog und kann auch auf Twitter gefolgt werden. Vielleicht schreibst du mal deine, ja, wie man sich folgen kann, sozusagen, rein in den Chat. Und ansonsten, wenn Sie noch weitere Fragen haben, melden Sie sich. Auch wenn Sie Ideen für Themen haben, die wir hier im Laborschriftlehrer behandeln könnten. Also schreiben Sie uns, bleiben Sie in Kontakt. Und wir sehen uns nicht mehr. Also frohe Weihnachten, schöne Weihnachtszeit, würde ich sagen. Genau. Gut. Dann hören wir so gut wie pünktlich auf. Genau, hier ist Twitter von Emanuel, twitter.com/ewühler. Genau. Und auf WordPress kann man seinen Blog lesen. Gut. Dann vielen herzlichen Dank und auf Wiedersehen in der nächsten Fortbildung hoffentlich.